Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten aus einem Hardware RAID 5 wiederherstellen können, das mit Windows Storage Space unter dem Betriebssystem Windows Server 2019 erstellt wurde. Was ist zu tun, wenn Sie nach einer Neuinstallation des Systems oder einem Laufwerkausfall keine Informationen von einem solchen Array erhalten können? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die eingebaute Hardware-RAID-Technologie in Windows Server schützt Ihre Daten vor Verlust. Diese Funktion dient zur Sicherung Ihren Daten für den Fall, dass eine oder mehrere Festplatten ausfallen, je nach Konfiguration des Arrays. Aber leider sind die Datenverlustprobleme, die die Benutzer dieser Systeme erleben, nicht immer auf fehlerhafte Festplatten zurückzuführen. Softwarefehler, falsch konfigurierte Pools, beschädigte Metadaten, versehentliche Formatierungen, Löschungen und mehr. All dies führt zu Verlust wichtiger Informationen, woraus Sie den Benutzer die Frage stellen, wie Sie Dateien aus einem solchen Array abrufen oder wiederherstellen können. Um Ihre verlorenen Daten wiederherzustellen, benötigen Sie ein spezielles Dienstprogramm, das Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten aus einem beschädigten RAID helfen kann. Verwenden Sie das Dienstprogramm Hetman RAID Recovery. Dieses Programm unterstützt die Wiederherstellung von verlorenen Daten von fast allen bekannten RAIDs. Mit seiner Hilfe werden Sie die verlorenen Informationen leicht zurückbekommen. Das Programm unterstützt alle gängigen Dateisysteme, es repariert automatisch alle Fehler in der logischen Struktur von Festplatten und gibt deren Inhalt zurück. Betriebssystemabstürze, zum Beispiel bei Upgrades, können einen kritischen Fehler verursachen, nachdem das System nicht mehr bootet. Die einzige Lösung ist eine Neuinstallation des Systems, aber was ist mit dem RAID-Volumen und allen darauf gespeicherten Informationen? Nach der Neuinstallation erkennt das System möglicherweise den Inhalt der Laufwerke nicht und zeigt sie in der Datenträgerverwaltung des Fremds an. Versuchen Sie, sie zu importieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste aus dem Datenträger, dann fremde Datenträger importieren. Gehen Sie die Gruppe an und OK. Im nächsten Fenster zeigt das System eine Liste der Volumes an, die es auf Festplatten gefunden hat. Bestätigen Sie mit OK. Danach werden alle Laufwerke im Explorer angezeigt. Es gibt Situationen, in denen der Import verschlägt und einige Arrays, wie zum Beispiel unser RAID 5 Fall, immer noch unzugänglich sind. Ob nach einem Hardware-Defekt oder anderen unvorgesehenen Situationen wurde ein Teil der Metadaten beschädigt oder es kommt zu einem entlosen Resynchronisationsprozess, der den Datenträger unlesbar oder unbeschreibbar macht. Sie haben versehentlich einige Daten gelöscht oder den Datenträger formatiert. Verwenden Sie in diesem Fall das Programm Hetman RAID Recovery. Es scannt automatisch die Laufwerke und zeigt alle bekannten Informationen an. Wie Sie sehen können, hat das Programm alle Parameter unserer Arrays problemlos erkannt. Alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist den Datenträger zu scannen und die gefundenen Informationen zurückzugeben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und gehen Sie zu schneller Scan. Wenn schneller Scan keine Daten gefunden hat, führen Sie eine vollständige Analyse durch.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Nach Abschluss befinden sich alle Dateien im angegebenen Ordner. Wenn eine oder mehrere Platten beschädigt sind und das Programm nicht in der Lage ist, die genauen Parameter des Plattenarrays zu ermitteln, können Sie RAID-Konstruktor verwenden. Wählen Sie manuelles Erstellen von RAID, geben Sie als nächstes alle bekannten Informationen über Ihr Array an. Wählen Sie den RAID-Typ, die Reifenfolge der Blöcke und die RAID-Größe aus. Geben Sie die Reifenfolge der Festplatten an und denen Ihr Array besteht. Und füllen Sie die fehlenden Festplatten aus, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Nachdem alle bekannten Parameter ausgefüllt sind, klicken Sie auf Weiter. Dann wird das RAID im Datenträgermanager angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und starten Sie die Analyse. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Selbst wenn mehr als eine Platte beschädigt ist, kann das Programm die auf der Platte verbliebenen Dateien wiederherstellen. Da jedoch das Fehlen von mehr als einer Platte eines bestimmten RAIDs kritisch ist, können einige Daten beschädigt werden. Die maximale Anzahl der fehlenden Festplatten für Dateibeschädigungen wird durch den Typ der Storage Space RAID bestimmt. Stripe erfordert, dass alle Laufwerke vorhanden sind, Mirror und Parity können das Fehlen eines einzelnen Laufwerkes kompensieren. Dreifach gespielt kann weiterlaufen, wenn zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen. Wenn nicht mehr Festplatten vorhanden sind, als die Speicherkonfiguration zulässt, können Dateien aufgrund fehlender Redundationsinformation beschädigt werden oder unzugänglich sein. In einem solchen Fall ist ein sehr schwierig verlorene Dateien vollständig wiederherzustellen. Um Verlust zu vermeiden, denken Sie daran, wichtige Daten regelmäßig zu sichern. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.